Okay, Leute, nächster Tag, beziehungsweise irgendwann nächster Tag heißt wieder am Start. Eine Woche später, nächster Tag. Belichtung ist am Start, danke dafür, Kamera. Wir haben ein Paket bekommen und mit mir meine ich mich und Kai. Der PC steht auch schon bereit. Heute wird jetzt alles andere eingebaut und wir machen die ersten Tests und hoffentlich startet alles. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. So, Grafikkarte. Ja, warte, ich will... Nein, pass doch auf, ich mach das Glas. Ja, das heilige, pass auf, ich will das Glas sehen. Schon geschriffen. Ohne Spaß, das habe ich heute, ich war ausnahmsweise mal auf Instagram. Du warst auf Instagram? Und ich habe gesehen, folgt mir übrigens auf Instagram, Flux YouTube. Und ich habe mir gedacht, was hast du da gemacht? Ich hab den PC dagegen geworfen. Jetzt ohne Spaß? Nein. Nein, ich weiß, dass das dein Sitzsack war, aber wie? Ja, so. Der Sitzsack ist hier so, ja? Ja. Und dann kommt Licht, macht Wärme. Ja, ich weiß. Und dann Sonne. Wärme und Licht und Glas macht... Darf ich da so drauf? Denkst du, wenn ich jetzt hier einmal so die Schere durchschlage, das hält die Grafikkarte aus? Also Herzen. Das ist aber nicht mal ein Problem, wenn sie kaputt geht. Das ist geil, du musst dir das anhören. Also, oh, Leute, das ist die Grafikkarte. Die Radeon Vega 64 im Asus Strix, die damit 8 GB Grafikspeicher. Ich stell dich als Werbesprecher an. Und hier ist der Asus Predator DDR4 3200 MHz, ja? Im Quad-Ablesen. Steck sie rein! Ja, geil! Also erstmal, warte, Nummer 9. Ich mache erstmal die Pins auf. Oh, die Pins, muss man die auf. Oh, so muss man die aufmachen. Und jetzt guck ich und steck den Rahmen mit richtig. Nein, nicht kaputt machen. Oh Gott. Ich habe meinen Rahmen echt schon die Treppe runterfallen lassen, glaube ich. Du hast einen Rahmen die Treppe runterfallen. Und jetzt musst du das mit ganz viel, ohne Spaß, du musst das ehrlich mit ganz viel Kraft machen. Soll ich mich auch reinmachen? Aber du musst ganz. Das können, ganz, ja, können kann nur das. Große Kinder. Ich kann das. Oh, und der leuchtet hier oben drauf, oder? Alles herum. Ja, weiß ich. Nein, oben, ja genau, und unten den Daumen stark. Boah, das ist geil. Ich liebe das, so Sachen rauszuziehen. Das ist übelst geil. Sieht hier noch alles aus. Ja, halt bei Verpackung. Komm, das ist doch einfach mal hin. So. Wie edel kann man denn was verpacken? Guck mal, wie geil das aussieht. Boah, das sieht episch aus. Das 500 GB, die schnellste. Die gibt's auch noch mit 2 Terabyte. Ist das eigentlich das schnellste, was es auf dem Markt gibt? Komm. Für den Normalverbraucher. Ja, Otto Normalverbraucher ist das eigentlich das schnellste. Das schnellste. Alter, das ist. Fast so lang wie dein Schwanz, aber der ist ein bisschen kleiner, oder? Nee, der ist ein bisschen größer. Ein bisschen größer, also so. Immer entladen. Wie entladen und den Schrauber. Oh, geil. Oh Gott, du bist zu behindert. Wo ist mein Schraubenzieher? Dein Schraubenzieher, der liegt auch da oben. Alles, was ich, habe ich da oben hingelegt. Diese Kabel, die sind voll sick. Die sind echt geil. Ja, und auch meine Kabel. Keiner lacht. Ja, es gibt ja auch noch einen Dummen, der lachen könnte. Kühlflüssigkeit. Das ist echt nicht flüssig. Ich hasse es, ich... Nein. So wenig kommt hier drauf. Fuck. Das ist okay, das ist okay. Das ist giftig. Du Arsch! So, dass sie da auch bei den Löchern ist. Nein, ein bisschen. Oh, warte. Ja, fast. Jetzt bist du... Nee. Stopp. Nicht mit Gewalt, nicht mit Gewalt, das weißt du. Kannst du mal kurz halten? Ich will mal kurz auf die andere Seite gehen. Du siehst das doch von hier, dass die nicht drin sind. Ja, ich weiß. Trotzdem. Dann mach du das mal. Du musst jetzt... Warte. Das rechts muss höher. Ja, jetzt fehlt nur noch rechts. Nee. Ja. Nee. Ja. Und jetzt durch. Ja, ist... Na, unten ist wieder alles raus. Oben ist jetzt wieder das linke. Oben sind beide wieder raus. Warte. Die Schraube oben links von dir, die ist anders. Wir haben die falsche genommen. Mach mal raus, komplett raus. Oben links haben wir ja, die falsche. Ja, jetzt ist die falsche Schraube, deswegen. Es muss schon fest sein. Du musst dagegen drücken, drück mal dagegen. Ne, sieht sehr gut aus. Müssen wir mal ein bisschen gleich putzen oben. Okay, Leute, so, wir haben es jetzt geschafft. Ich hab's geschafft. Der Kühler. Ich hab die Schrauben reingedreht, weil du es nicht hinbekommen hast. Ich hab dir geholfen, ohne mich zu. Ja, du hast hinten gehalten. So. Ich hab dir gesagt, wie das. Oha. Wir haben gleich viel gemacht. Hast du eigentlich deinen PC alleine gebaut? Ja, klar.
Also, dass der PC überhaupt zustande kam, ist schon ein Wunder. Hä, naja, warum? Zumindest haben wir hier jetzt die Kühlung drauf. Das ist halt, wie gesagt, ein Radiator, der halt hier vorne an die Lüfter gebunden ist. Dachte mir, für das Geilste, was es gibt, nämlich das Folie abziehen, nehme ich euch jetzt extra nah ran. Guckt euch das an. Bam. Oh. Okay, warte, hier ist eine. Okay, dann mach mal. Das leuchtet. Guck, da leuchtet. Ha! Und da leuchtet's auch. Ich hab doch gar nicht auf den Anker. Jetzt habe ich auf meinen Knopf gedrückt. Ist dir ausgegangen, glaube ich. Aber am Anfang ist das normal. Nein. Hast du den Zahn? Hier dreht sich alles. Hier dreht sich auch. Hier dreht sich auch. Okay, das dreht. Aber der geht jetzt erstmal. Oh mein Gott, der Rahmen! Oh mein Gott! Das leuchtet. Oh, guck mal, hier leuchtet auch. Und hier unten und das Mainboard und da, oh mein Gott. Okay Leute, es scheint alles geklappt zu haben. Wir haben gerade den magischen Startbutton. Es dreht sich alles. Hier vorne haben wir schon einen Deckel drauf gemacht. Gut, das heißt, ich hole jetzt einen Monitor. Und dann gucken wir mal, ob Monitor auch geht. So Leute, wir haben jetzt hier einen Bildschirm gestellt. Da wird jetzt gerade Windows installiert. Kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr Windows schon mal installiert habt. So sieht der PC aus, habt ihr eben gerade noch schon gesehen. Und ja, ist geil. Danke Kai. Ich habe ihn gerade die ganze Zeit beleidigt, weil er den Systemschlüssel falsch eingegeben hat und so weiter. Ich brauche was zu essen. Das liegt daran. Und die ganze Zeit rumjammert, dass er zu essen braucht. Ich glaube, er kriegt jetzt ein bisschen was zu essen. Aber nur ein ganz kleines bisschen, weil das hier ist Sklavenarbeit. Wir werden so Krümel ausgeschnitten. So Leute, wir übertakten jetzt den PC. Da kann Kai mehr sagen. Wir übertakten jetzt. Das ist eigentlich auch das Einzige, was er kann heute. Ich kann auch M&M's essen. Du hast diese Scheiße schon halb leer gegessen. Und was, gönn mal. Ja, gönn mal. Meine M&M's. Ja. Ja, du kannst hier schon an... Ist ja auch dein PC, also kannst du es auch selber machen. Ja, ich kann mir auch einen anderen holen. Deine Socken sind scheiße, okay. Ja, also sind schon ganz geil. Aber wenn man, weißt du siehst so die Socken und dann kommt man zu der Person und du denkst dir so, oh. Scheiße, warte. Alles runter. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Der PC steht jetzt, das Setup-Video kommt noch. Da werde ich den aber woanders aufstellen und sogar auf ausgedrückt. Ja. Stimmt mal ab, ob ich Kai noch irgendwie abschießen soll mit irgendwas. Beim nächsten Mal, wenn du zu mir kommst. Ja. Nein, Alter! So zieht man doch nicht die Teile raus. Habt ihr es gerade gesehen? Das ist ein kurzer Replay. Nein, Alter! Das war ja mal maximaler Massenmord. Von USB-Stick. Weil du wirst diesen PC einfach nicht mehr berühren. Nie wieder in deinem Leben. Okay. Nein, geh, okay. Geh, nein, raus, weg. Du wirst ihn nicht mehr berühren. Guck ihn dir noch einmal an. Nein, du berührst ihn nicht. Raus jetzt. Raus. Safe nicht. Tschüss, okay, hinter die Absperrung. Guck mal, der Staubsauger macht das perfekt. Der gibt hier. Okay, ich staub jetzt nicht mehr hier. Nee, jetzt mit die M&M's bitte gehen. Naja, egal. Trotzdem lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Kai vorbei. Der hat zwar nichts, aber... Wenn ihr ihn irgendwann seht, schlagt ihn einfach und... Sicher, aber da gehe ich echt nicht drauf. Und Instagram, ich auch nicht drauf. I'm